Hi Blinks, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja letztens zu der Show Youth With You with Lisa reagiert und zwar zu Cute Moments und weil das wieder so gut bei euch ankam und viele gesagt haben, reagiert doch mal mehr auf die Show, mache ich heute noch ein Reaktionsvideo. Um ehrlich zu sein, gibt es zwei Reaktionsvideos. Das erste Reaktionsvideo, worum es sich heute handelt, ist einmal Lisa Youth With You Season 2 Episode 4. Um ehrlich zu sein, kann ich mir Lisa gar nicht so angry vorstellen, weil sie ist immer so fröhlich und mega süß und bei der letzten Folge, wo ich schon drauf reagiert habe, hat sie ja versucht, ein Pokerface aufzusetzen und das sah einfach so extrem süß aus. Ich konnte sie einfach nicht ernst nehmen, ich weiß nicht warum. Mal gucken, wie unsere liebe Lisa sich als Mentorin macht und was für hilfreiche Tipps sie unseren Trainees geben kann. So Leute, ich werde später auf jeden Fall noch ein Video drehen nach dem hier und da geht es um meine Reaktion auf Blackpink Lisa teaching EXO's The Eve to Trainees. Aber jetzt erstmal das hier. Okay Leute, let's go. Oh, guck mal. Oh, warte mal, ich mach mal Untertitel an, hab ich vergessen. So. Ja! Schon voll ernst. Ihr Gesicht habt ihr gesehen? Hier, direkt so voll ernst. Okay, mein Hund bellt im Hintergrund. Ich glaube, weil der Postbote gleich kommt. Also wundert euch nicht, falls ihr was im Hintergrund hört. Und übrigens, ich muss das Video schneiden, weil letztens, als ich das hochgestellt habe ohne Schnitt, da war es gelb. Und wenn es gelb ist, heißt es, es wird nicht so vielen Menschen angezeigt, vorgeschlagen. Deswegen, ich will es ja nicht. Ich will es ja, dass viele von euch erreicht. Deswegen muss ich schneiden, auch bei dem nächsten Video. Mhm. Oh, wie süß ihr Gesicht. Ey, keine Ahnung warum, ich finde es trotzdem irgendwie mega süß, ne? Vor allem mit dem Pony. Ey, die sieht einfach so süß aus. Ich kann sie einfach nicht ernst nehmen. So, make sure you do the hand. One more time. 5, 6, 7, 8. When you do this, don't bend your knee. Mhm. Oh, ich liebe ihr Englisch, ne? Die spricht so gut. Aber sie ist immer so bescheiden. Oh, oh, sie hat was falsch gemacht. Ah, ihre Schultern, die sind nicht synchron mit denen der anderen. Boah, wow, dass ihr das auffällt bei so vielen Trainees. Ich glaube, boah, mir wird das, glaube ich, gar nicht auffallen, weil es so schnell geht. Wow. Also ich würde, mein Rücken sagt nein. Mit dem Fernglas. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das sogar nicht schneiden, weil Blackpink Runner die ganze Zeit so kleine Ausschnitte reinmacht, die so ein Cut sozusagen sind. Deswegen, ich probiere es mal aus, aber ich glaube, nee, ich hoffe nicht. Boah, guck mal, Lisas Oberteil ist ja mega. Oh, wow. Richtiges Victoria's Secret Walk. It might be hard, but it's worth it. Irgendwie die Übersetzung ist nicht so. Ah, jetzt kommt die richtige Übersetzung. Oh, sie ist so ein krasses Vorbild. Also ihre Worte muntern einen voll auf. Ich finde es eigentlich gut, dass sie die Trainees so ein bisschen härter rannimmt, weil sie kann ja nicht die ganze Zeit sagen, boah, du machst das voll gut und so, weil da lernen die ja nichts raus, ne? Ich
Can you dance or Oh, sing sie this sagt das so song? gentle, Ich so kann mal süß. Modulo mit bin LIT man not so dumm. Ich glaube, ich hätte gar nicht die Übersetzung anmachen müssen, weil das war eh voll das komische Englisch, aber it's okay. Also ich muss sagen, ihr Blick an einigen Stellen war schon krass, weil ich sowas gar nicht von ihr gewohnt bin. Aber ich finde, wie ich euch auch vorhin gesagt habe, ein Mentor kann nicht immer nur positiv sein. Also er muss auch mal Kritik abgeben, ne? Und ich finde, das hat sie wirklich sehr gut gemacht. Also es hat auch nichts damit zu tun, ob sie den einen mehr mag oder nicht, sondern sie bewertet einfach nach Leistung. Und dieser eine kleine Fehler mit den Schultern, der wäre mir persönlich gar nicht aufgefallen, weil ich glaube, die sind da zu 9 oder so. Und boah, das sind so viele. Ich glaube, ich würde da so den Überblick verlieren. Aber sie hat es trotzdem geschafft, genau denjenigen rauszupicken, der das sozusagen vermasselt hat. Also ich kann nur eins sagen, die Mädchen haben so krass Glück, dass sie einfach Lisa von Blackpink als Mentorin bekommen haben. Was würden andere dafür tun? Und ich finde, sie macht ihren Job richtig gut. Was meint ihr denn dazu? Schreibt es mir einmal unter die Kommentare. Und ja, Leute, das war's mit meinem Video. Schaut auf jeden Fall auch in meinem nächsten Video vorbei, was ich jetzt drehen werde. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Lasst mir gerne ein Abo auf YouTube. Macht die Glocke an, nicht zu verpassen. Folgt mir auf Instagram, um ebenfalls nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Blinks.